Ja, grüezi miteinander. Ich begrüße Sie hier für ein weiteres Video zu den Geschlechtsorganen. Wir schauen uns etwas zum Menstruationszyklus an. Wahrscheinlich haben die einen oder anderen von Ihnen in einer früheren Ausbildung sich sicher auch mit dem Menstruationszyklus beschäftigt. Wir machen das hier nur ganz kurz, schauen uns einfach mal so das Wichtigste an. Also der Menstruationszyklus ist ja die periodische Abstoßung oder die zyklische Abstoßung des Endometriums. Bei der nicht schwangeren Frau. Also das Ganze passiert zyklisch, damit der Körper Energie und Material sparen kann. Es könnte sein, dass eine Frau im Prinzip immer im Zustand gehalten wird, damit sie parat ist für eine Schwangerschaft. Das braucht aber immer ein top vorbereitetes Endometrium. Das muss dann immer super mit Nährstoffen versorgt sein. Das muss immer super durchblutet sein und so. Und das ist für den Körper einfach ein zu großer Energieaufwand. Darum wird die Frau einmal im Monat empfängnisbereit, nämlich um den Zeitpunkt des Eisprungs, der Ovulation. Dann ist das alles gut vorbereitet und auf eine für eine Schwangerschaft parat. Aber wenn dann halt eine Frau nicht schwanger wird, dann wird das ausgestoßen und dann fängt das wieder von vorne her an. Ja. Also das ist das, ein Menstruationszyklus ist, das können wir hier noch dazu nehmen, ist dann halt einfach auch ein Zeichen der biologischen Fortpflanzungsfähigkeit. Und damit das abläuft, ist das ein fein eingespieltes und fein austariertes Zusammenspiel von verschiedenen Organen und Hormonen. Also wir haben zum Beispiel übergeordnete Systeme im Gehirn, das ist der Hypothalamus. Ich zeige Ihnen dann im Netter, wo wir den Hypothalamus finden. Der Hypothalamus, der schüttet Hormone aus. Das sind die GnRH. GnRH heißt Gonadotropine. Releasing Hormones. Mal zu GnRH, oder sind so diese Abkürzungen, mal schnell den Begriff versucht zu erklären. Gonadotropin heißt auf die Gonaden wirken. Wirkend. Die Gonaden sind die Keimdrüsen. Das sind also die Ovarien bei der Frau bzw. die Hoden beim Mann. Und Releasing heißt freisetzend oder auslösen. Also diese Hormone kommen aus dem Hypothalamus, wirken auf die Hypophyse, das ist die sogenannte Hirnanhangsdrüse, und verursachen dort
eben ein Auslösen oder ein Freisetzen von weiteren Hormonen. Und die Hormone, die aus der Hypophyse kommen, die haben wir schon einmal kennengelernt. Das ist das FSH, also das Follikelzellstimulierende Hormon. FSH und das LH, das ist das Luteinisierungshormon. Gut, also LH. Kennengelernt haben wir diese beiden Hormone, als es darum ging, diese zyklischen Veränderungen am Ovar anzuschauen. Also Sie mögen sich erinnern, die Follikelzelle, einmal im Monat reift ja eine kleine Follikelzelle, so ein Primärfollikel reift heran, wird zum Bläschenfollikel oder zum Ovulationsfollikel oder so. Wir haben da ja verschiedene Begriffe kennengelernt. Und dann kommt es zur Ovulation, also dieser Follikel platzt, die Eizelle wird rausgespült und aus dem Restgewebe entsteht ja das Corpus luteum, der Gelbkörper. Und diese Umwandlung von diesem follikulären Restgewebe in das Corpus luteum geschieht unter Einfluss dieses LHs, dieses Luteinisierungshormons. Das heißt, FSH und LH haben einen Einfluss auf das Ovar, eben mit dieser Follikelreifung und der Umwandlung in den Gelbkörper. Und diese Follikel, die produzieren ja dann ihrerseits die Östrogene und der Gelbkörper produziert dann das Progesteron als schwangerschaftserhaltendes Hormon. Gut, das tönt jetzt vielleicht im ersten Moment etwas kompliziert, aber ich habe Ihnen da verschiedene Arbeitsblätter zukommen lassen und ich denke, das wird dann schon gehen. Okay, also wir haben hier einmal eine kurze Zusammenfassung über die hormonelle Steuerung der Geschlechtsorgane. Eben hier sind diese FSH und LH erklärt. Ganz kurz, hier sind diese Begriffe Hypothalamus und Hypophyse integriert. Also wir haben hier den Hypothalamus und hier haben wir die Hypophyse, das sind also Hirnabschnitte. Und nur damit Sie sehen, wo diese Organe liegen. Ganz kurz, also Sie haben hier den Netter auf der Seite 117, da haben Sie so einen Sagittalschnitt durch den Kopf und dann schauen wir auf die Schnittfläche drauf. Also hier haben Sie die Schädelhöhle mit dem Hirn drin. Und da zu unterst am Hirn, dieses kugelige Organ, das ist jetzt also die Hypophyse, diese Hirnanhangsdrüse, also der deutsche Name leitet sich davon her, weil dieses Organ so unten am Hirn hängt. Und etwas darüber ist der Hypothalamus. Also der Hypothalamus sezerniert dann diese GnRHs, die werden zur Hypophyse transportiert und diese Hypophyse produziert dann ihrerseits FSH und LH. Das sind ja Hormone und wir wissen unterdessen, Hormone werden über den Blutweg transportiert. FSH und LH gelangen dann also über den Blutweg zu den Gonaden. Das wären dann die Ovarien bei der Frau, beziehungsweise die Hoden beim Mann. Also wir legen den Schwerpunkt hier auf das, was bei der Frau passiert. Sie sehen hier, ich erkläre das noch ganz kurz, was beim Mann passiert, aber der Schwerpunkt ist hier, was bei der Frau passiert.
Also wir haben die Hypophyse, die schüttet dann FSH und LH aus. Hier ist, ist noch das Prolaktin erwähnt, also PRL. Ist ebenfalls ein Hormon aus der Hypophyse und das hat eine Wirkung auf die Milchbildung. Das ist so ein universell wirkendes Hormon, kommt bei allen Säugetieren vor. Beim Mann gibt es, der schüttet dieses Prolaktin auch aus. Also wir sollten das hier eigentlich auch aufschreiben. Beim Mann löst das den Vaterinstinkt aus. Also das Prolaktin hat nicht nur eine physiologische Wirkung, sondern auch eine psychologische Wirkung. Das ist so ein Via-Family-Hormon. Aber wir lassen das jetzt hier. Das können wir dann vielleicht später mal vertiefen. Also dieses FSH und LH, eben die, das wirkt dann auf die Rinde des Ovars, bringt da einen Follikel heran zum Heranreifen und während dieser Heranreifung produziert ja der Follikel Östrogen und wenn es dann eben zur Ovulation gekommen ist, wird unter Einfluss des LHs wird dieses Restgewebe umgewandelt zum Corpus Luteum und das Corpus Luteum produziert dann schwangerschaftserhaltende Hormone, Gestagene, also von denen gibt es halt eben ganz viele. Und wir haben eigentlich uns nur, also nur in Anführungszeichen, mit dem Progesteron beschäftigt. Also das Progesteron ist eines von diesen Gestagenen. Gut. Ja, okay. Ich bitte Sie, Sie können jetzt mal die Stopptaste drücken, lesen Sie das Blatt mal durch und bitte machen Sie das App dazu, WGO5. Also dieses App können Sie nur zusammen mit dem Arbeitsblatt hier machen. Ja, ich hoffe, das ging einigermaßen. Ich hätte vielleicht vorgängig, ich muss mich da entschuldigen, ich habe mich jetzt wohl auf diese Achse hier konzentriert, auf die weibliche Situation. Ich hätte vielleicht noch schnell etwas hier zur männlichen Sache sagen können, aber wie gesagt, das ist im Moment nicht, wie soll ich sagen, es ist schon, passt im Moment nicht in den Unterricht, oder? Aber im Prinzip, wenn Sie das hier mal so zuhalten, dann sieht das ja für beide gleich aus, oder? Also das ist eine Kette von Hormonen und Organen, die optimal zusammenarbeitet. Und wieso soll man das ein zweites Mal erfinden, evolutionsbiologisch gesehen, wenn es sich bewährt hat? Was dann halt ändert, sind die entsprechenden Erfolgsorgane. Und Sie sehen hier dieses FSH, das wirkt beim Mann auf die Spermienproduktion, also die Spermatogenese ist die Spermienproduktion und das LH wirkt auf spezielle Zellen, die nur im Hoden vorkommen und diese Zellen produzieren das Testosteron, das männliche Geschlechtsorgan und dieses Testosteron seinerseits ist dann zusammen mit FSH an dieser Spermienproduktion beteiligt. Und hier unten sehen Sie einfach nur noch zur Vollständigkeit, hier unten sehen Sie die entsprechenden Erfolgsorgane, wo die Hormone der Gonaden drauf wirken. Gut, dann haben Sie ein zweites Arbeitsblatt erhalten. Meine Sätze. Ja, Mohannis. Also das ist das da hier. Da geht es jetzt um den Menstruationszyklus als solchen. Da haben Sie zuhinterst eigentlich eine Abbildung, die möchte ich noch schnell erklären, aber Sie tun das dann jetzt eigentlich selber bearbeiten.
Also wir haben hier im Prinzip drei Ebenen. Hier haben wir die Veränderungen, die am Ovar stattfinden. Das haben wir schon einmal kennengelernt. Hier sind jetzt einfach die Follikel dargestellt, also die reifen hier heran. Dann kommt es zur Ovulation, die Eizelle, die springt und das Restgewebe wird zum Gelbkörper, zum Corpus luteum umgebaut. Irgendwann fängt es wieder von vorne an. Und hier haben wir jetzt die Situation, da kommt es zur Befruchtung. Hier haben wir wieder eine Eizelle, diese kleinen Strichen da, das sind Spermien. Es kommt also zur Befruchtung. Und dann wird dieser Gelbkörper eben nicht abgebaut, sondern der wird größer, damit er genügend schwangerschaftserhaltende Hormone produzieren kann. Diese befruchtete Eizelle, das geschieht ja in der Tube, die wandert dann, das da hier, was so wie ein Orangenschnitz aussieht, das sind jetzt einfach Zellteilungen, die stattfinden. Eben hier haben Sie die Befruchtungen und dann fangen da diese ersten Zellteilungen an, soll das da hier symbolisieren. Die wandert dann, diese befruchtete Eizelle wandert hier in den Uterus. Das da hier soll die Uterusschleimhaut darstellen, dann also das Endometrium, und nistet sich dort ein. Dann entsteht mal so eine Blase. Aus dieser Blase entwickelt sich dann die Plazenta, die Eihäute und so weiter. Hier haben Sie Flüssigkeit drin, aus dieser Flüssigkeit entsteht dann die das Fruchtwasser, welches den Säugling umspült, und hier aus diesem Zellhaufen entsteht letztlich das Kind. Gut, jetzt damit das möglich ist, muss ja dieses Endometrium vorbereitet werden, und eben das ist dieser zyklische Vorgang. Also Sie haben... Fangen wir mal hier an. Hier unten sind diese Zyklustage aufgelistet, aufgezählt. Sie haben hier verschiedene Abschnitte an während des Zyklus. Also am ersten Tag, das ist das, was die Frau merkt, wird die Schleimhaut ausgeschieden, dann kommt es zur Menstruation, zur Blutung, also die Schleimhaut wird sehr dünn. Und dann wird in einer zweiten Phase wird die Schleimhaut aufgebaut, also sie wird wieder dicker, und in einer dritten Phase wird sie umgebaut. Umgebaut heißt, sie wird besser durchblutet, es werden mehr Nährstoffe eingelagert und so weiter. Also in diesem Moment ist die Schleimhaut, das Endometrium, dann parat, um eine Eizelle aufnehmen zu können. Und wenn das nicht passiert, kommt es halt wieder zur Menstruation. Diese aufgebaute Schleimhaut wird ausgeschieden und wird neu aufgebaut. Wenn es denn zu einer Schwangerschaft kommt, wird dieses Endometrium noch dicker, noch mehr Nährstoffe, noch besser durchblutet und so weiter. Jetzt diese zyklischen Veränderungen am Endometrium, die sind halt gekoppelt mit dem, was am Ovar stattfindet. Oder in dem Moment, wo es am Ovar zur Ovulation kommt, ist das Endometrium top vorbereitet und fähig, allenfalls eine befruchtete Eizelle aufnehmen zu können. Und hier, leider hat sich das etwas schlecht kopiert, hier haben Sie eben die Einflüsse von FSH auf die Follikelzellen, dass die heranreifen, und hier haben Sie Einflüsse von LH, dass es zur Ovulation kommt. Hier oben sind diese Schwankungen noch einmal dargestellt, und das muss ich jetzt direkt sagen, das werde ich nie fragen. Aber hier geht es vielleicht einfach mal ganz kurz mal schnell darauf hinzuweisen, im Moment, wo die Frau ihren Östrus hat, also ihren Zeitpunkt der
Ovulation hat sie einen mega hohen Östrogenspiegel und der sinkt dann steil ab und dann wird seinerseits wird dann der Progesteronspiegel erhöht, oder? Progesteron wird ja im Corpus luteum produziert und wenn es nicht zur Schwangerschaft kommt, dann sinkt das ab und das ist dann dieses prämenstruelle Syndrom, oder? Das passiert ja jetzt hier in diesem Moment, kurz bevor es zur Blutung kommt, dieses Absinken des Progesterons ist dann halt für manche Frauen etwas schwierig. Gut, hier eben diese wilden Linien da, die zeigen uns einfach an, dass es so zu Schwankungen kommt in diesen hormonellen Blutspiegeln. Was Sie wissen müssen und erklären können müssen, sind die Vorgänge am Ovar, die Vorgänge am Endometrium und wie diese Zyklusphasen heißen. Und dazu haben Sie eben dieses Skript mit Fragen zum Text. Und ich möchte Sie bitten, drücken Sie doch die Stopptaste, lesen Sie das durch und lösen Sie bitte die Fragen zum Text. Gut, ich hoffe, das ging einigermaßen. Ich habe Ihnen hier so einige Lösungsvorschläge zu diesen Fragen. Also mal hier zur ersten Frage, eben warum der Menstruationszyklus zyklisch oder periodisch abläuft, das ist, ich glaube, ich habe das ganz zu Beginn erwähnt, eben ein Zustand, der das Endometrium immer für eine Nidation parat hält, braucht einfach zu viele Ressourcen. Also da müssen Gefäße aufrechterhalten werden, da müssen immer wieder Nährstoffe gespeichert werden und auch immer wieder ersetzt und erneuert werden. Also das wäre einfach zu viel Arbeit, zu viel Energie für den Körper. Und so zyklische Erneuerungen eines Organs oder so, das findet nicht nur am Endometrium statt, sondern das ist etwas, was relativ normal im Körper ist. Wir haben die roten Blutkörperchen zum Beispiel. Also das sind nur einige Beispiele hier, dass eine zyklische Erneuerung nicht nur am Endometrium vorkommt. Eben die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, die erneuern sich ungefähr alle 100 Tage. Ein Skelett braucht ungefähr 10 Jahre, also alle 10 Jahre ist ihr Skelett vollständig umgebaut worden. Bei der Haut, wissen wir, geht der Turnover ungefähr 4 Wochen. Darum können Pilzerkrankungen oder so, die können relativ lange und mühsam sein, einfach weil die Haut so lange braucht, bis sie sich von Grund auf erneuert hat. Und das Endometrium braucht jetzt auch 4 Wochen. Aber eben wie gesagt, das ist individuell verschieden. So Zykluslängen können bei Frauen sehr, sehr unterschiedlich ablaufen. Dann habe ich noch so eine Frage gestellt, einfach mal so zum Überdenken, wie hormonelle Antikonzeptiva wirken. Okay, ich habe Ihnen gesagt, ich nehme keinen Bezug hier auf diese Schwankungen, aber ich möchte das trotzdem mal schnell erklären. Also wenn Sie hormonelle Antikonzeptiva nehmen, dann führen Sie dem Körper immer eine niedrige Menge von Östrogenen und Progesteronen zu. Das heißt, es geschieht dann kein Anstieg dieser Hormone, sondern die sind immer konstant niedrig. Und wenn kein Anstieg von Östrogen erfolgt, dann wird auch kein FSH- und LH-Anstieg ausgelöst. Und nur wenn ein FSH-Anstieg erfolgt, werden Follikel herangereift und nur wenn ein LH-Anstieg erfolgt bzw. ein Abfall
kommt es zur Ovulation. Also sie verarschen im Prinzip ihren Körper, indem sie ihm vorspiegeln, er sei immer in dieser Zyklusphase. Das wird mit diesen hormonellen Antikonzeptiva ausgelöst im Prinzip. Wenn Sie, ja, ich habe das hier mal so aufgeschrieben, oder? Sie nehmen jeden Tag eine geringe Menge von synthetischen Östrogenen zu sich, also eben, es ist immer die gleiche Menge, es wird dann eben kein FSH-Anstieg ausgelöst, es kommt nicht zu einer Follikelreifung, und dann kann es auch nicht zu einer Ovulation kommen. Außerdem wird der Zervikalschleim konstant verdickt gehalten, oder der wird nie durchlässig für Spermien und so. Das ist auch noch so eine Wirkung der hormonellen Antikonzeptiva. Jetzt Sie mögen sich vielleicht erinnern, Östrogene und Progesterone haben ja nicht nur eine Wirkung auf die Geschlechtsorgane, sondern auch auf andere Organe, unter anderem auch auf die Blutgerinnung. Wenn Sie aus einer Familie kommen, in der gehäuft Infarkte oder Angina pectoris oder so etwas passiert sind, dann lohnt es sich, sich abzuklären, ob Sie da genetisch vorbelastet sind. Dann kriegen Sie ein spezielles Pillepräparat, welches nicht so in diese Blutgerinnungssache eingreift. Ja. Gut. Dann, okay, dann haben wir diese dritte Frage. Welche Aussagen sind richtig? Keine von beiden. Also das sind Prüfungsantworten von Studis, die ich hier so als Beispiel genommen habe. Ja. Und dann haben Sie hier diese Kästchen zum Verbinden. Also die Menstruationsphase, da findet mal eine Abstoßung der Gebärmutterschleimhaut statt und die dauert ungefähr 4 Tage, die kann auch länger dauern. Es gibt Frauen, bei denen dauert es eine Woche, also da auch hier, das ist unterschiedlich. Dann haben wir die Follikelphase, also in dem Moment, wo der Follikel heranreift, oder das geschieht hier. Und jetzt je nachdem, man kann das unterschiedlich definieren. Man kann sagen, die Ovulation schließt die Follikelphase ab. Dann müssen Sie den Strich hier machen. Oder Sie können auch sagen, mit der Ovulation beginnt die Gelbkörperphase. Also das ist beides richtig. Also entweder machen Sie nur so oder entweder machen Sie nur so. Und diese Gelbkörperphase, die wird auch Sekretionsphase genannt. Okay. Dann haben Sie hier die Frage 4, welche sich mit diesem Arbeitsblatt, welches sich auf dieses Arbeitsblatt bezieht. Also hier unten haben Sie eben diese Zyklusphasen, also der Menstruationszyklus, die Follikelphase und die Gelbkörperphase und das, eben das wiederholt sich ja immer wieder. Und hier habe ich einfach SS als Schwangerschaft hingeschrieben. Da kommt es zur Schwangerschaft. Und hier haben wir einen heranreifenden Follikel. Eben das endet mit der Ovulation und einen schrumpfenden Gelbkörper. Ich habe das hier angeschrieben, das ist ja immer gleich, einfach aus Platzgründen. Hier ist das auch noch ein Begriff. Ja, hier haben Sie den wachsenden Gelbkörper, eben weil es zu einer Schwangerschaft kommt. Da ist die Einnistung, die Nidation der befruchteten Eizelle und diese Befruchtung findet hier statt. Zu den Zyklusphasen, das ist ja so im Moment, wo die Ovulation ausgelöst wird, diese Gelbkörperphase, die dauert dann ziemlich konstant bei allen Frauen ungefähr 14 Tage.
Nur wissen sie leider nicht, wann diese Ovulation ausgelöst wird. Hier schwankt's. Also die Menstruationsphase kann unterschiedlich lang sein, diese Follikelphase kann unterschiedlich lang sein, aber die Gelbkörperphase, die ist bei allen Frauen relativ, also eben mehr oder weniger konstant. Es gibt allerdings Frauen, welche die Ovulation wahrnehmen. Und zwar mögen sie sich an die Bänder des Uterus erinnern und des Ovars. Und während der Ovulation kommt es da zu Bewegungen, also das Ovar bewegt sich etwas und das kann einen ganz bestimmten Schmerz auslösen bei manchen Frauen und das kann ein Zeichen für die Ovulation sein. Wenn es dann zur Menstruation kommt, dann kontrahiert sich der Uterus und stößt dieses Endometrium aus und dann werden diese Bänder, also das Sacrum Uterinum vor allem und das Ligamentum Latum, die, an denen wird dann halt auch Zug ausgeübt durch die Bewegungen des Uterus und das ist das, was manchen Frauen mega wehtun kann. Also vor allem, wenn sie Kreuzschmerzen haben, dann ist das bedingt durch Zug an diesem Ligamentum Sacrum Uterinum. Also überhaupt Zug an den Bändern von inneren Organen, das kann sehr, sehr wehtun. Gut, was haben wir noch? Ich glaube, das wär's, oder? Mal schnell kurz eine Frage, wenn Sie hier die Ovulation anschauen. Wissen Sie, wie lange so eine Eizelle befruchtungsfähig ist? Ja, ich schreibe das vielleicht hier schnell auf. Also so eine Lebensdauer. Einer Eizelle. Ist ungefähr 48 Stunden. Also, hier kommt es zur Ovulation und dann ist die Frau ungefähr 2 Tage fruchtbar. Aber jetzt kommen ja noch die Spermien dazu, oder? Und Spermien sind 72 Stunden überlebensfähig. Und wenn man das dann zusammenzählt, dann ist ein Paar in dem Sinn ungefähr 5 Tage empfänglich. Oder angenommen, Sie haben irgendwann vor der Ovulation Geschlechtsverkehr, dann sind da irgendwo noch Spermien in Ihrem System deponiert, die überlebensfähig sind, oder? Die leben, 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 leben und dann kommt es zur Ovulation und dann haben noch einige Spermien überlebt und können dann befruchten. Oder Sie haben die Ovulation und dann kommt es zum Geschlechtsverkehr und dann überleben die Spermien, also dann, ja, dann kommt es sowieso zu einer Befruchtung. Und jetzt weiß man unterdessen, dass die schnellen Spermien, das sind die XY, also das sind die Y-Spermien, so muss ich sagen, das sind die Spermien, welche für Knaben verantwortlich sind. Also wenn Sie einen Kinderwunsch haben und einen Buben möchten, dann empfiehlt es sich, dann können Sie versuchen, während der Ovulation Geschlechtsverkehr zu haben, weil eben die schnellen Spermien, das sind dann die, die zuerst bei der Eizelle sind, das sind die Y-Spermien und die langsamen Spermien, das sind die Mädchen, also die X-Spermien und dann können Sie vor dem Eisprung Geschlechtsverkehr haben. Weil wenn dann die X-Spermien endlich bei der Eizelle oben sind, sind die Y-Spermien eigentlich schon längstens resorbiert und abgestorben und nicht mehr vorhanden oder fast nicht mehr vorhanden. Ja, okay. Dann lassen wir das. Dankeschön.